Leute, was haben wir denn hier für eine wilde Geschichte? Wir sind bei Die Siedler 6 Aufstieg eines Königreiches und ja, der gute Hakim erholt sich gerade noch mal kurzfristig in der Burg, bevor er zurückkommt und dann hier bestimmt die Truppen unterstützen wird, die hier freudig darauf warten, gleich mal einen Angriff zu führen oder beziehungsweise sich zu verteidigen, weil hier irgendwelche Leute unterwegs sind. Oh, sehr gut, ihr seid sehr verlässlich. Die Schiffe der reisenden Händler werden schon bald kommen. Sehr gut, da kann. Ich steuere den Hafen an. Boah, das ist ja echt schon Bald sehr werden meine bald. Waren begutachten Das können. ist ja wirklich schon sehr Jawohl. bald. Ein So, Kaffee in das heißt, Großstadt wir ist werden jetzt schnell eingetroffen. mal ganz, ganz schnell mal. Warum ist denn hier schon wieder kein. Ich glaube, das ist aber nur ein Anzeigefehler. Ich glaube, das ist nur ein Anzeigefehler. Weil der Ruf relativ gut ist. Sobald wir hier. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker Das gegangen. ist ja Wahnsinn. Kommt und Wie seht schnell meine ist der denn? Waren. Da hier der Kollege. Was gibt's denn hier? Ja, Auf lächerlichen euren Kram. Befehl. Ei. Brauchen wir alle nicht. Was sollen wir Auf euren damit? Befehl. Ei. So, die ersten Bogenschützen Ei. sind Wie ihr wünscht. angekommen. Wie ihr wünscht. Dann holen wir die Typen hier auch mit herbei. Die ziehen wir auch mit hier runter. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns schnell mal dieses Territorium hier. Wenn wir hier gerade schon mal sind. So, damit wir hier dann ein bisschen Geld kriegen. Ja, 1 Minute 50 ist ja noch da, meine Liebe. Das ist aber echt nicht lang. So, Leute, wollen wir? Stürzen wir uns in den Kampf. Wie ihr Mal wünscht. sehen, wie viele Soldaten hier noch rumhängen. Ob hier das Katapult. Schon unterwegs. Okay, Sofort. ist ja Jawohl. gut, ist ja gut. Vorwärts. Ist ja schon gut alles, Leute, ist ja alles gut hier. Die haben ja überhaupt kein Drama hier. Jetzt haben sie das Katapult auch schon mal aufgebaut. Okay, Katapult steht schon mal. So, metze die Typen einfach nieder. Wir haben 4 Sterne Kampfpunkte. Das sollte auch eigentlich ganz gut reichen hier. Einsacken So, und ein Abmarsch. Sacken und Abmarsch. Also selbst Hakim bringt den Spruch Einsacken und Abmarsch. Okay. So, das Katapult ist unser. Ah, Mist. Zusammenbauen und dann erst einsacken und dann Abmarsch. So. Okay, Leute. Schnappt euch die Typen. Katapultkarre Nummer 2. Einmal eingesackt. Wunderbar, so läuft das hier. Okay, aber da kommt auch schon wieder der Nachschub. Das ist echt Wahnsinn. Also die prügeln hier echt ordentlich was raus. Wir werden Die prügeln hier angegriffen. echt ordentlich Einheiten raus. Muss man schon sagen. So, Ich muss mich in die Burg zurück. jetzt haben wir Unterwegs. hier Sofort. das Problem, dass jetzt die Typen Wie ihr wünscht. von den Mauern drankommen. Okay, aber das war's dann auch. Und die Banditen sind jetzt auch endlich weg. Na, das ist doch was. Mal sehen, wann der nächste Ausfall kommt. Aber das war's jetzt erstmal. So, Steine gibt's hier schon mal keine mehr. Eisen haben sie leider noch eine ganze Menge. Die Ich setze die Minenarbeiterhütte. Segel. Bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal. Ja, mal sehen, wann das sein wird. Ja. Jetzt haben wir euch erstmal hier ein bisschen ausgebremst. Kann ich jetzt eigentlich schon? Moment mal. Mist, ich muss dafür Graf sein. Dazu brauche ich erstmal ein bisschen Met. Und ich bräuchte erstmal mehr Honig, tatsächlich auch. Okay, ein bisschen Met bräuchte ich dafür, dann kann ich Graf werden. Aber es ist gar nicht so, ist gar nicht in so weiter Ferne hier tatsächlich. Den Titel kann ich mir sogar tatsächlich machen. Und dann kann ich hier alles ausbauen, was ich will. Das ist so eine sehr gute Sache. So, bauen wir hier auch nochmal eine Taverne hin. Und dann baue ich hier natürlich auch direkt vor die Burg eine Taverne. Oder? Ja, vor der Burg brauchen wir eine Taverne, ist doch klar. Wir haben ein Territorium eingenommen. Territorium eingenommen, sehr wichtig. So, noch ein paar Schwertkämpfer, noch ein paar Bogenschützen, damit wir hier gleich richtig schön prügeln können. Dann können wir nämlich mal Ein in den Steinbruch ist Gegenangriff erschöpft. gehen. Wir brauchen dann nur ein paar Steine. Und mit den Steinen werden wir dann schon alles erledigen. Ein Steinbruch ist Karren mit erschöpft. Rohstoffen ist Wo? eingetroffen. Wo ist ein Steinbruch erschöpft? Wie ihr wünscht. Das möchte ich Jawohl. gerne nochmal sehen. Der hier unten. Der hier unten. Tatsache. Der ist wohl weg.
gibt es wohl keinen Stein mehr. Keine Steine mehr. Wir haben ja auch nur 141 nur über. Das ist gar nicht mehr so viel. Ich dachte, das wäre jetzt... wir hätten da irgendwie mehr von. Aber haben wir nicht. So, dann müssen wir hier jetzt auch schon die ganzen Tavernen ausbauen. Wir kriegen ein paar Arzneimittel ran. Ich hoffe, da haben wir bald genug von. Ich muss darauf achten, wann sich die Typen in Bewegung setzen. Wann das nächste Mal hier richtig Randale gemacht wird. Und die wieder versuchen, uns zu attackieren. Im Moment stehen sie hier erstmal nur doof rum. Das finde ich natürlich ganz gut. Das gefällt mir. So, wir haben hier Bogenschützen. Jawohl. Weitere. Jawohl. Auch das finde ich gut. Warum? Ja, ich wollte schon sagen, hier ist doch hier. Jetzt haben wir den Sold wieder. Den besseren. Den hohen Sold. Wir brauchen echt so viel Gold. Das ist doch Wahnsinn. Wir brauchen viel mehr Gebäude anscheinend. Ansonsten läuft das hier eigentlich. Wir haben genügend Klamotten. Wir haben nicht genügend Milch. Wir haben so wenig Milch nur. Wir haben so wenig Milch nur. Ja, die haben auch echt gerade nichts zu tun, ne? Die warten da einfach erstmal doof rum, dass die Kühe hier alle fertig werden. Okay, das ist ein bisschen dramatisch, dass wir so wenig Milch haben. Aber wir haben sehr viel Käse. Okay, und die Bäcker, die arbeiten zumindest. Na, vielleicht baue ich noch eine weitere Bäckerei. Bauen wir uns noch eine Bäckerei hier vorne hin. Wir werden angegriffen. Oh, wir werden angegriffen. Okay, Hakim, ja, Hakim kann da eh nichts machen, aber ich sollte dann schnell mal die Glocke läuten hier. Wenn wir gerade im Kampf sind, dann läuten wir schnell die Glocke. Oh ja, da kommt der nächste Katapultkarren. Dann lass die doch kurz mal ein bisschen kommen, damit die das Katapult aufbauen. Wir müssen erst dafür sorgen, dass sie das Katapult aufbauen. Schon unterwegs. Baut mal erstmal das Katapult auf, Leute. Komm mal erstmal Katapult aufbauen, bitte. Zieht euch kurz mal zurück. Ne, ihr bleibt schön hier, bitte. So. Jetzt bauen sie das Katapult gleich auf, hoffe ich. Bauen sie gleich das Katapult auf? Kann das sein? Schon unterwegs. Ja, mal sehen, mal gucken. Steht es schon? Ja, es steht schon. Okay, dann wollen wir natürlich sofort das Katapult haben. Ist ja wohl klar. Nein, sie bauen es wieder ein. Sie machen es wieder zu und die packen es wieder ein. Das gibt's doch nicht. Das ist ja gemein von euch. Wir wollen doch den Katapultkarren haben. In den Kampf. Das ist ja frech. Oh. Hier haben sich Leute an unsere Bogenschützen rangezogen. Schon unterwegs. Okay. Kriegt ihr die Typen? Ja, kriegen wir hin. Gut. Die sind erledigt. So, die Bogenschützen müssen wir hier als nächstes wegsnipen. Ah, verdammt, ey. Kein Zurück. Wir brauchen hier die Leute. Angriff. Boah, da kommt schon wieder der Nachschub. Es wird ein harter Kampf hier. Das wird hier ein richtiges Gemetzel mit den Typen. Also, die sind schon ziemlich krass drauf, ne? Die kämpfen schon ziemlich heftig hier. Jetzt brauchen wir auch wieder Nachschub an Nahkämpfern. So. Bauen die Taverne nochmal aus. Die Taverne müssen wir auch noch ausbauen. Und ich glaube, hier unten habe ich noch gar nicht. Doch, einmal habe ich da schon ausgebaut. Und wir können die Medizin schicken. Ein Karren wurde ausgesetzt. Yay, sehr gut. Damit sind wir mit den Quests schon mal sehr gut vorangekommen, möchte ich meinen. Das sieht doch schon mal sehr gut alles aus. Soll ich dann mir jetzt mal dieses Gebiet hier sichern? Je nachdem, wie teuer das ist. Aber wäre vielleicht ganz gut, dann können wir hier nämlich ein bisschen... Oh ja, das kostet ja gar nicht so viel. Das kostet ja gar nicht so viel. Das ist schön. Dann können wir uns damit nämlich ein paar Sachen noch holen. So, hier steht schon einiges. Also, hier sind auf jeden Fall auch die ganzen Bogenschützen. Kann ich schon wieder eine Predigt machen? Gleich kann ich eine Predigt machen. Jetzt kann ich eine Predigt machen. Ach, Hakim kann hier durchreiten. Ah, wo reitet der denn hier durch? Weiß ich nicht. So, der Ruf wird gesteigert auf jeden Fall. Das heißt, gehen wir mal direkt hier die Bogenschützen auf der Mauer alle wegsammeln. Bevor hier einer von unseren stirbt. Einer, oh, zwei sind gestorben sogar von unseren direkt. Okay. Angriff in den Kampf. Nehmt ihr die Mauer hier drüben auch gleich raus, bitte.
So, mal sehen, wann die hier zur Verteidigung kommen. Sterben auf beiden Seiten weg, die Leute, wie die fliegen. Also die haben auch ganz schön, die machen ganz schön Damage hier. Okay. Wir haben die jetzt erstmal von den Mauern runtergepflückt. Wir haben ein Territorium eingenommen. Oh, Hakim, jetzt brauche ich dich eigentlich gerade wieder hier vorne, um ein bisschen aufzusteigen. Naja, gut. Was soll's. So, jetzt machen wir hier den Weg weiter. Damit die hier einfach schneller laufen können. Wir werden angegriffen. Ja. So, Leute. Ah ja. Da ist schon wieder richtig was los. So, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, ich habe aber tatsächlich einen relativ großen Punkt hier erwischt. Mit einem höheren Titel könnte so, ich noch mehr auf geht's, Leute. Auf sie. Prügelt sie weiter nieder. Und ihr geht da oben auf die Typen drauf. Damit wir da die Mauer, die von der Mauer dann schon mal weg haben. Okay. Da wird sich weiter gekloppt. Da wird ordentlich gekloppt. Oh, ey, die haben aber auch Nachschub. Die haben Nachschub bis zum Geht nicht mehr, ne? Nicht aufgeben! Die haben echt verdammt viel Nachschub immer. Wo kriegen die so viele Leute immer her? Also entweder die haben echt jede Menge Eisen oder da wird es echt richtig wild. Okay, kommt Leute, zieht euch zurück. Das schaffen wir jetzt nicht. Wir bleiben schön hier. Und warten einfach ab. Wir lassen die mal machen. So, also hier ist ja die Medizin unterwegs, ne? Die müsste jetzt gleich mal angekommen sein. Ja, die Medizin ist gleich da. Sehr schön. Oh, wir sind alle ganz schön krank hier. Auch ein richtig schönes Dorf, wenn man sich das mal so anguckt hier, ne? Die haben hier dann auch so ein paar Dromedare. Dann haben die hier so ein paar schöne alte Ruinen. Hab Dank, Herr. Die Siedler Neckeras sind auf dem Weg der Besserung. Wir öffnen unser Lager, um mit euch zu handeln. Ihr könnt von uns nun die besten Honigwaben kaufen. Wenn ihr uns einige Steine liefert, können wir unsere eigene Nahrungsproduktion aufbauen. Bitte schickt uns Steine. Oh, gut gemacht. Ihr habt das Vermächtnis unserer Ahnen in den antiken Pyramiden mit euren Verteidigungsanlagen geschützt. Sie sind nun vor den gierigen Fingern des Roten Prinzen gesichert. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Was passiert jetzt mit dem grünen Dorf hier? Tun die uns noch irgendwas? Ich weiß nicht, was mit denen ist. Sind die uns freundlich oder feindlich gesonnen? Ich weiß es nicht. Erstmal schicken wir denen hier ein paar Steine. Dann kann Hakim hier schnell mal sich amüsieren. Dann brauchen wir hier noch ein paar weitere Soldatenlimit erreicht. Was? Okay. Sind wir weit gekommen. So. Dieser neue Titel Hakim, komm mal hier rüber. Schon unterwegs. Wir wollen uns noch weitere Territorien sichern. So viele kriegen wir gar nicht mehr. Es gibt nur noch ein paar, die wir uns holen können. Und dementsprechend mache ich das jetzt mal. So. Und dann geht es jetzt mit ein paar Munitionskarren hier auf den Weg. Damit wir mal richtig einen schönen Gegenangriff fahren können. Den Roten Prinzen so ein bisschen plattwalzen. Das wird eine heftige Nummer, das ist mir bewusst, das ist nicht ohne. Oh, und wir haben nicht mehr viele Klamotten hier tatsächlich. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wir haben nicht viele Klamotten. Ja. Uns fehlt es auch an Wolle. Das ist jetzt gerade ein bisschen problematisch. Achso, der Steinmetz hier steht immer noch, habe ich den noch nicht eingerissen? Das ist ja wohl schändlich. So, Eisen haben wir da auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Die Eisenmine können wir hier mal ausbauen. Damit wir hier ein bisschen mehr kriegen. Puh, das ist nicht so wahnsinnig viel, was wir hier an Ressourcen haben. Achso, wir haben noch ordentlich Wasser über. Ich wollte ja ein Badhaus bauen. Vor die Burg. So. Wir können keine Belagerungswaffenschmiede bauen. Das brauchen wir ja auch gar nicht. Wir haben ja Katapulte. Wir haben ein paar Katapulte, mit denen können wir alles im Alleingang stemmen. Brauchen wir noch gar nichts. So, wir haben hier hinten ja auch noch einen Steinbruch. Stimmt, Steine haben wir echt in Hülle und Fülle. 300 kostet das Territorium hier. Das ist ja auch... Ist ja ein Witz. Ist ja gar nichts. Sofort. Ist ja echt preiswert. Aber das hier kostet 1000, ne? Als Belohnung könnt ihr nun mehr Honigwaben von uns erwerben. Wow, mehr. Cool. Wir bieten auch zusätzlich Käse zum Kauf an. Naja, cool. Habt ihr Klamotten? Das wäre jetzt irgendwie besser.
Es ist Zeit, die Umklammerung des Roten Prinzen abzuschütteln. Wir schlagen zurück. Könnt ihr uns Eisen liefern, damit wir Belagerungsgerät bauen können? Wir werden versuchen, die Stadt des Roten Prinzen Ashimon zu stürzen. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ach, 500 kostet hier. Okay. Auch das ist eine sehr preiswerte Sache. Und fehlt uns noch ein Territorium. Also ich würde mal sagen, wozu Belagerungsgeräte schicken, wenn wir selber Belagerungsgeräte haben. So, ihr geht dahin. Seid auf der Hut. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Und dann rücken wir mal hier vor. Und dann werden wir gleich aufbauen. So, unser Soldatenlimit ist erreicht. Das habe ich richtig gesehen. Ja, das habe ich richtig gesehen. Okay, gut. Oder auch nicht gut. Aber das, damit leben wir jetzt erstmal. Habe ich hier nicht noch irgendwo? Da habe ich noch einen Bäcker gebaut gehabt. Damit wir genügend Ressourcen zusammenbekommen. So, was gibt's hier im Hafen? Was hast du diesmal im Angebot? Ach, wieder den alten anderen Kappes. Das ist wieder derselbe Kram wie vorher. So, also. Sofa, schon unterwegs. Hakim, stell dich mal hier vorne hin, bitte. Wir müssen mal gucken. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie das hier alles läuft. So, ah, da steht keiner auf den Mauern. Das ist natürlich sehr gut. Wenn da keiner auf der Mauer steht, auf der Mauer, auf der Lauer, dann ballern wir das einfach nieder hier. Ja, kommt, schicken wir euch mal ein bisschen Eisen. Ich möchte das Ding hier aber selber einnehmen, ne? Das ist ja wohl klar. Das ist nicht für euch gedacht. Wir machen das platt. Oh, jetzt haben wir hier auch noch die Glocke und Segnung und so weiter. So, Katapulte. Nein, ich bedauere. Jawohl, wir haben okay. Territorium eingenommen. Katapulte. Nicht da aufgeben. Drauf. Verstanden. Oh, wir haben nicht so viele Bogenschützen hier mehr. Es gibt kein Zurück. Wir haben nicht mehr so viele Bogenschützen hier. Ei. Hakim, rückt mal hier vorne Ei. Ran. Ei. So, und ihr schießt da Angriff. Bitte mit drauf. So. Und dann brauchen wir hier ein paar Munitionskarren hier. Schon unterwegs. Munitionskarren hier hinten. So, die Mauer muss nämlich schnell mal kaputt gemacht werden. Aber das kriegen wir hin. Okay. So, alles ihr kommt klar. Hier rüber. Ja, Hakim. Wir brauchen dich hier. Angriff. So. Okay, die Mauer ist kaputt. Die sind alle tot. Okay, dann brauchen wir die erstmal nicht mehr. Katapultkarren ziehen wir zurück. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Viel Spaß beim nächsten Mal und so weiter. So, jetzt können wir hier richtig Randale machen. In den Kampf. Okay, sehr gut. Macht ihr das. Sehr gut macht ihr das. In den Kampf. So, jetzt machen wir hier mal die kurz kaputt. Wir müssen die hier oben alle schnell töten. Und dann können wir nämlich gleich den Außenposten besetzen. Okay. So, erstmal alles hier niederprügeln, bitte. Alles niederprügeln, was wir niederprügeln können. Oh, Mist. Hakim muss sich zurückziehen. So. Und dann kommt schnell hierher. Sofort. Ja, kriegen wir den Außenposten kaputt? Ich glaube nicht so wirklich. Okay, da verlieren wir jetzt so viele Leute. Da verlieren wir jetzt ein bisschen viele Leute. Okay, der Rote Prinz hat von unseren Angriffsplänen gehört. Er hat bedrohliches Belagerungsgerät in Position gebracht. Wahrscheinlich werden diese riesigen Katapulte bald unsere Stadt angreifen. Bitte helft uns, weil wir sind verloren. Wir greifen die Mauern seines äußeren Territoriums an, aber ihr müsst unseren Angriff mit Nah- und Fernkampfern unterstützen. Wir sollten dieses Territorium einnehmen. Ja, kein Problem. Schon unterwegs. Okay. Alles klar. So, ziehen Sie sich erstmal zurück und wir können hier nachrekrutieren. Okay, das klingt doch nach einem Deal. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh ja, die ballern hier echt ordentlich rum schon. Der dunkle, der rote Prinz, der ballert hier schon fröhlich rum. Das ist ja heftig. Schon ist ja hier unterwegs. Schon am Rumballern. Okay, also. Da haben wir
gut was vor uns. Ach, wir könnten eigentlich auch mit den Katapulten hier oben hinfahren und von hier oben da drauf schießen, ne? Würde auch gehen. Sind die denn jetzt freundlich? Ja, Handelspartner sind das tatsächlich. Und von denen kriegen wir auch Klamotten, wenn es denn nötig wäre. Coole Sache. Also, es lief doch ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Bis darauf, dass wir jetzt noch nicht alles ganz hingekriegt haben. Nun ist es an der Zeit, die Bedrohung durch den Roten Prinzen abzuschütteln. Lasst uns Seite an Seite kämpfen. Ashimon muss besiegt werden. Der Rote Prinz wird verbannt. Okay, weil die Mauer anscheinend schon kaputt ist. Mal sehen. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht es gut. Ciao.